Na, wie schaut es aus? Seid ihr fit? Wollt ihr weitermachen? Seid ihr startklar für unser Preview-Let's Play mit Stellaris? Ich bin es. Ich war vor der Tür, hab ein bisschen frische Luft getankt, frische Brötchen mir gekauft, mir den Kopf durchpusten lassen von dem Frühlingswind und hab vor allem so viele erstaunlich gut informierte und kluge Kommentare von euch gelesen, obwohl ja die wenigsten von euch jetzt das Vergnügen haben, eine Vorabversion schon mal spielen zu können. Und bin jetzt tatsächlich ein bisschen kluger geworden, in mancherlei Hinsicht. Zum Beispiel, dass es sich durchaus lohnt, hier auf dem Sonnensystem eine Bergbaustation zu errichten, um diese beiden Energiecredits zu fördern. Und dass es auch hier für den Neptun gilt. Ich hatte ja mir zusammenkombiniert gehabt, dass aufgrund des Tooltips hier bei Bergbaustation bauen bei den Konstruktionsschiffen, dass sich kaum lohnt, eine solche Energiegewinnungsbergbaustation auf der Sonne zu errichten, weil die zwei Energie bringt und eins im Unterhalt kostet. Pustekuchen, stimmt gar nicht. Denn das wird hier falsch erklärt oder nicht richtig erklärt im Tooltip. Man braucht gar keinen Unterhalt für solche Stationen dann, wenn sie Energiecredits produzieren. Wurde mir erklärt, danke. Ich glaube euch natürlich auch. Das wiederum heißt für mich, dass ich umso froher bin, dass ich jetzt hier auf dem Mars gerade eine Bergbaustation zum Gewinnen von Mineralien baue und auch demnächst auf der Juno oder auf dem Juno, der Juno, weil wir zwar ein Energieproblem haben und hier ein Defizit haben, aber wir brauchen einfach dringend Mineralien, um diese vielen, vielen interessanten Himmelskörper hier in unserem Sonnensystem zu nutzen, um dort Bergbaustationen zu errichten. Und die kosten halt richtig viele Mineralien, einmalig beim Bau. Ich würde sogar ganz gerne ein zweites Konstruktionsschiff errichten, damit wir da schneller vorankommen, aber auch da reichen mir die Mineralien im Augenblick nicht aus. Viele gute Kommentare, unter anderem explizit ein dickes Dankeschön an den sehr geschätzten YouTube-Kollegen, den Let's Play-Kollegen Legendary Marvin. Wir sind befreundet und er kennt sich mit Stellaris verdammt gut aus und hat ein paar hilfreiche Kommentare hinterlassen. Zum Beispiel, das ist ein richtig guter Tipp, ich soll doch mal meine Edikte kontrollieren. Ich wechsle mal in unsere Regierung. Das ist jetzt übrigens ein Feature, das ich euch noch gar nicht gezeigt hatte. Oder hier, die Politikeinstellungen. Es gibt Richtlinien und es gibt Erlasse. Fangen wir mal mit den Richtlinien an. Da gibt es die Möglichkeit, das sollten wir unbedingt machen, kontrollieren. In den verschiedensten Bereichen gibt es Voreinstellungen. Man klickt einmal drauf, dann gibt es 2 bis 3 Voreinstellungen. Wenn man die wechseln möchte, dann ist man danach, ja, ich zeige euch das mal beispielhaft, 10 Jahre lang, also 10 Spieljahre daran, gebunden an das, was man sich jetzt neu wählt. Das sollte man sich also gut überlegen. In einem Fall ist es hier aber richtig gut. Schaut mal hier, Erstkontakt, der steht bei mir auf aggressiv. Das ist eigentlich Quatsch, denn es gibt ja, das haben auch mehrere Leute gleich gepostet, danke dafür, wir sind ja auf diese komischen Gestalten gestoßen, die gar nicht so richtig aussahen wie Raumschiffe, sondern mehr wie Weltraummonster. In einem Science-Fiction-Spiel gibt es das. Ich dachte, sowas gibt es nur in schlechten Hollywood-Filmen. Es gibt sie tatsächlich. Wer die Entwickler-Livestreams verfolgt hat, ich war es nicht, der weiß das. Danke für die guten Tipps. Und die kann man tatsächlich auch erforschen. Das bringt vielleicht sogar Vorzüge im Verlauf des Spiels, wenn man denen ein Forschungsschiff auf den Hals hetzt und die mal richtig dann die man beobachtet. Aber gerade dafür oder auch für den Erstkontakt mit irgendwelchen Kriegsschiffen, die wir da hinschicken, sollte das ja nicht auf aggressiv stehen. Sonst kann es passieren, dass unsere kleinen Kriegsschiffe einfach so angreifen. Und dann haben wir die Leute oder die Monster oder diese Weltraumkreaturen anhaltend verärgert. Da klicke ich lieber auf Friedfertig, akzeptiere das, dass ich daran gebunden bin für lange Zeit. Angriffe auf neutrale Wesen sind jetzt erstmal nicht möglich, mache ich sofort. Hat mich übrigens auch keine Ressourcen gekostet, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt vorhabe. Ich will unbedingt möglichst bald fremde Planeten besiedeln. Das geht aber nur, wenn ich Kolonieschiffe bauen kann. Und die entsprechende Forschung hier, die dauert und dauert und dauert. Noch 59 Monate soll ich warten. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deshalb wollen wir das ein bisschen beschleunigen. Ich gehe mal in die Regierung rein, in die Erlasse und klicke auf Gesellschaftsforschungsfördermittel. Das kostet mich rundlich einen Einflusspunkt. Das heißt, hier bin ich jetzt nicht mehr bei +3, sondern nur noch bei +2. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil Einfluss brauche ich ja zum Beispiel, um neue Anführer zu rekrutieren.
Aber da habe ich ja jetzt noch die 85 in petto und im Umgang mit fremden Fraktionen steht da auch, um Verträge mit denen abzumachen oder ähnliches. Aber noch können wir uns ja gar nicht mit denen unterhalten. Bau von Grenzaußenposten, da wäre das natürlich schon wieder ganz gut. Aber naja, geht im Augenblick noch nicht. Also hier klicke ich drauf und dann bringt uns das stolze, schaut mal auf den Tooltip, 30% mehr Forschungsgeschwindigkeit im sozialen Bereich auf Kosten der beiden anderen Forschungsbereiche, wo wir jetzt 10% langsamer jeweils sind, was in der Summe natürlich unsere Forschung immens beschleunigt, aber trotzdem, ne? Das brauche ich nicht unbedingt, dieses Beta-Rian-Kraftwerk, kurzfristig nicht, denn noch habe ich ja diese strategische Ressource noch gar nicht gefunden. Physiklabor wäre gut, aber brauche ich auch nicht zwingend, weil müsste ich auch mit einem Einwohner besetzen, wenn ich dieses Gebäude baue, um die Forschung zu beschleunigen. Und das hier geht jetzt hier richtig zügig, das mache ich mal. Das mache ich. Okay, und dann müssen wir unsere Forschungsschiffe noch verwalten, denn wir haben ja zwei Stück und die, schaut euch das mal an, die sind ja nicht so gut koordiniert, oder? Die haben ja zum Teil denselben Kurs einprogrammiert. Das gibt doch nur das nackte Chaos. Da fliegen die eventuell zu denselben Sternensystemen hin, das sehe ich überhaupt nicht ein. So viele sind es gar nicht mehr, zu denselben Planeten hin oder Himmelskörpern, Asteroiden, Monden. Das sehe ich gar nicht ein. Und deshalb machen wir Folgendes. Wir machen jetzt mal, nachdem wir den Rest unseres Sonnensystems ja schon komplett erkundet haben, also all diese Himmelskörper hier, die kennen wir und wissen, wo sich Ressourcen verbergen oder halt nicht, dann machen wir jetzt Folgendes. Es geht ja eigentlich nur noch hier um den Jupiter und seine vier großen Monde. Dann nehmen wir uns diesen hier und klicken nicht mehr auf automatisch System erkunden, sondern gehen gezielt nur zum Jupiter rüber und klicken nur noch auf Erkunden vom Jupiter. Und dann nehmen wir uns das andere Forschungsschiff und erkunden tatsächlich gezielt hier Callisto. Dann machen wir das manuell. Und danach schicken wir die zu anderen Sternensystemen und erkunden die dann mit unseren Forschungsschiffen. So viel dazu. Können wir eigentlich weitermachen. Weitermachen, WB. Ei, ei. Raus aus der Galaxie, Pause rausgenommen, spielen, spielen, spielen. Normale Geschwindigkeit ist mir... Oh, was ist da passiert? Aufeinandertreffen in Molbion. Wiederum neue Alienschiffe, Eta-Aliens. Ich gehe jetzt erstmal hier... Moment, ich mache mal die Pause raus, aber gehe bei der Spielgeschwindigkeit so drauf. Und das ist hier, genau. Ein Zuschauer hat gefragt, es geht auch über Shortcuts, dass man die Galaxiekarte schließen kann, aber ich brauche ja eine Hand laufend an der Maus und die zweite ist meistens an der Leertaste und hier immer zu gucken, welche Shortcuts das sind, das ist mir... Außerdem seht ihr dann nicht, wie ich klicke und das finde ich für ein Let's Play immer gut. In Molbion sind wir. Wo ist das denn? Ach ja, ganz rechts, genau. Hier sind wir angekommen und können auch gleich schon mal weiterfliegen. Das hier ist anscheinend, da waren wir noch nicht, ein fremdes Sternensystem. Wollen wir das mal erkunden. Unser Konstruktionsschiff baut und baut und baut. Brav, gut. Auf der Erde bauen wir ein Kraftwerk, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ansonsten beobachten wir unsere Schiffe beim Flug durchs All. Ich gebe meine Spielgeschwindigkeit wieder hoch. Wir sind in Uton sind wir angelangt und das ist tatsächlich... Oh, aha, genau. Ein Heimatsystem einer rivalisierenden Alien-Zivilisation. Da gibt es einiges zu gucken, einiges zu staunen. Arktische Welt, besiedelt von allerdings... Ja, die haben auch schon ein Nahrungsproblem hier. Und was ist das hier oben? Das ist eine Raumstation. Und die ist... Aha, die ist nicht über dem Startplaneten, sondern woanders positioniert. Was es so alles gibt. Das ist ein fremdes Alienschiff, ein fremdes Forschungsschiff, was hier alles erkundet. Okay, alles klar. Und raus. Und gleich mal weiter gucken. Gleich mal weiterfliegen zu den nächsten Systemen.
Und hier die? Die dritte Flotte, wo ist die? Ach, hier unten. Nee, hier in der Mitte. Die schicken wir mal. Da waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Sieht aus. Ist das wieder ein schwarzes Loch? Ich glaube ja. Oh, ein Forschungsschiff hat nichts zu tun. Das geht ja gar nicht. Dann wollen wir mal schauen. Das ist über... Hat das Jupiter schon... Ach, sehr schön, Jupiter. Zwei Energien. Auch da können wir eine Bergbaustation errichten, die uns mit Energie danach überschüttet. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann nehmen wir uns das Forschungsschiff und fliegen mal als nächstes hier nach Ganymed und wollen das auch mal erkunden. Okay. Hier müssten wir mit dem bald fertig sein. Quirin-C2, entschuldigt, mein Mandarin ist nicht so gut. Erforscht hier den Jupitermond Callisto. Eine gefrorene Welt. Bin sehr neugierig. Dann schauen wir uns das hier aber noch an. Hier sind wir ganz im Westen. Okay, und fliegen gleich auch schon weiter, alles klar. Und, wie sieht's hier aus? Fliegen wir nach Europa weiter, erkunden Europa und hier ist leider gar nichts. Gar nichts ist wenig, finde ich. Und die sind am Schlafen, unfassbar. Erste Flotte tut mal wieder nichts. Da sind wir hier oben unterwegs und fliegen dann weiter. Ja, da waren wir schon, hier waren wir noch nicht. Da fliegen die anderen auch schon hin. Achso, dann fliegen wir im Bogen vielleicht so zurück, ne? Also eine Flotte erkundet das hier. Hier, die ist im Westen unterwegs. Dann gehen wir hier runter und wollen mal die Nähe erkunden, ne? Ja, das machen wir. Dann wollen wir mal von Planet zu Planet zurückhopsen. Da waren wir schon, da waren wir schon. Komme ich bis dahin? Nein. Vermutlich nicht. Niedrig, niedrig. Dann fliege ich dahin. Und die zweite Flotte... Die ist hier. Fliegen wir hierhin weiter. Okay. Forschungsschiff hier hat wieder nichts zu tun. Und hat... Geht es nach Io? Wollen wir das noch hier erkunden? Genau. Und Ganymed? Auch nichts. Nichts. Keine Ressourcen. Das ist schade. Was macht der denn da? Achso, der fliegt in den Orbit. Die dritte Flotte ist hier oben unterwegs. Forschungsschiff hat schon wieder nichts zu tun. Die können wir jetzt tatsächlich ins wegschicken. Zum Beispiel nach Alpha Centauri. Das wäre doch echt verlockend, oder? Denn ich habe mal eben, während in dieser kurzen Pause, mir mal angeschaut, was so alles in Sternensystemen innerhalb unseres Kulturkreises liegt. Und das sind diese vier, fünf Stück, sind teilweise verdammt gut. Richtig gut. Alpha Centauri, zwei Welten, die für uns in Frage kommen. Eine Gaia-Welt und eine kontinentale. Die Gaia-Welt ist klein. Da gibt es nur 8 Bevölkerungsslots, Bevölkerungspunkte. Aber Alpha Centauri 1, richtig, richtig groß, 18. Ich habe das auf einem Zettel notiert, damit ich nicht immer nachgucken muss. Oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Ein Papierzettel? Ja, das ist, wir sind ja hier im Jahr 2201. Das ist so eine frühere Aufzeichnungstechnologie, die die Menschen vor 200 Jahren verwendet haben und die ich aus rein nostalgischen Gründen benutze. Manchmal schreibe ich auf Papier sogar noch mit einem Gänsekiel, mit einer Schreibfeder. Und hier können wir weiterhin fliegen nach Procyon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Klingt wie ein... wie eine Zahnpasta. Und dort haben wir sogar, man höre und staune, eine Ozeanwelt mit 24. Mit 24. Mit 24 Bevölkerungspunkten. Sagenhaft, unglaublich. Und noch ganz, ganz viele andere Himmelskörper. Das heißt, wenn wir die besiedeln, ich fliege da mal schnell hin mit dem Forschungsschiff, das wäre doch vielleicht ziemlich cool. Was wir alternativ machen könnten, wäre hier hinfliegen und diese Alien-Schiffe hier, die mal untersuchen? Was meint ihr? Sollten wir das machen? Ohne Schutz?
das zu mutig von mir? Ein unbewaffnetes Forschungsschiff? In ein fremdes Sternsystem? Mit unbekannten Lebensformen? Geht das gut? Schickt euer WB Besatzungen und Bürger in den Tod? Das ist ein schöner Erfolg. Wir haben unser Sonnensystem vollständig erkundet, was leider zu dem schrägen Satz führt. Das Sonnensystem-System ist vollständig erkundet, weil ich halt Sol, die englische Bezeichnung für unsere Sonne, oder die lateinische, weiß ich gar nicht, ich glaube die englische, in Sonnensystem umbenannt habe. Ich gehe hier mal rein und werde mal das Sonnensystem umbenennen in Sonne. Ich glaube, es gab auch einen Zuschauer, der hat mich da schon zweimal so aufgefordert. Ich hoffe, ich bereite dir damit eine kleine Freude. Da ist unser Forschungsschiff und das können wir jetzt auch ins All schicken. Und die schicken wir dann hier hin. Die schicken wir nach Procyon und geben ihm den Befehl, das zu erkunden. Okay. Und wieder raus. Konstruktionsschiff braucht verdammt lange für den Bau dieser Bergbaustation. Verdammt, verdammt lange. Hier sind wir angekommen in Molbion. Welches ist das? Nee, das war hier links. Ich hab's doch richtig gesehen, ne? Die Orientierung verloren. Hier sind wir. Ah, da, alles klar. Ach, wir fliegen schon weiter. Okay. Deshalb war mir das nicht klar. Oh, oh. Was war das? Das war kein schönes Geräusch. Weiß Gott nicht. Feindflotten in der Nähe. Ja, das ist hier. Das sind. Was machen? Die zweite Flotte entdeckt hier Alien-Schiffe, aber die sehen doch aus wie Weltraummonster, oder? Ja, ne? Wahrscheinlich ganz friedlich. Wahrscheinlich so wie unsere Pottwale oder Blauwale. Wahrscheinlich fressen die nur galaktischen Plankton. Ich weiß es nicht. Also angreifen werden wir die nicht, können wir auch gar nicht. Und wir packen uns jetzt hier unsere zweite Flotte und eilen gleich wieder weiter. Und was haben wir hier für Planeten? Eine Wüstenwelt. Hier geht's weiter. Go. Dann haben wir hier noch die dritte Flotte. Und die schicken wir dann weiter hier hin. Rund um das Herz der Galaxie herum kreiseln wir. Beide Forschungsschiffe sind unterwegs. Die Mineralienvorkommen wachsen allmählich wieder. Und hier sehen wir, wie unser Forschungsschiff ankommt bei seiner Mission. Diese Alien. Diese Aliens da zu erkunden. Ausweichende Feindflotte. Das Forschungsschiff ist im Hytara-System auf eine feindliche Alienflotte getroffen und versucht derzeit ihr auszuweichen. Ja, ich dachte erforschen. Komm, trau dich. Geht das denn? Klick drauf. Oh, was war das? Das war ein Rechtsklick. Das heißt wahrscheinlich an. Nee, das war ein Flugbefehl. Ich wollte eigentlich so. Untersuchen. Über ein Spezialprojekt. Ich dachte, man kann die. Ach so, man erforscht die nicht mit Forschungsschiffen? Man erforscht die über Spezialprojekte. Das war mir gar nicht klar. Das ist. Ach so, das ist die Alternative zu der Forschung. Alles klar. Vielleicht ginge das ja mit besseren Scannern, aber über die verfügen wir nicht.
Oder das heißt einfach nur hier der Text, dass wir die noch nicht untersucht haben und deshalb nicht untersuchen und deshalb nicht wissen, bevor wir nicht wissen, also um welche Spezies es sich überhaupt handelt, wo da oben, unten, rechts und links ist, dann können wir auch nicht deren Waffensysteme analysieren. Ja, das ist ja doof. Das ist ja etwas unglücklich. Dann packe ich mir mein Forschungsschiff wieder, das gar nicht diese Aliens erforschen kann. Da habe ich anscheinend einen Tipp, den ich einen Kommentar auf YouTube falsch gelesen, weil ich wollte ja gerade einem solchen Tipp folgen. Und schon prompt hat das jetzt gerade nicht geklappt. Tja, dann erforschen wir stattdessen Alpha Centauri. Go, go, go. Das sind einfach nur die Angaben, dass wir versuchen auszuweichen. Ich hoffe, das klappt auch. Hier im System Yolam fliegen wir weiter runter. Da waren wir schon mal. Aber ich würde ganz gerne. Da waren wir auch schon. Komm mal hier hin. Na, darin auch nicht. Dann machen wir das so. Dann fliegen wir darüber hier hin und dann hier runter. Und dann haben wir noch die dritte Flotte in Alamak hier oben. Da fliegen wir hier hin. Oh, das ist ja gut. Das ist schön, wunderbar. Juhu! Wir haben unsere erste Bergbaustation. Unser Konstruktionsschiff hat die errichtet. Hier ist sie im All zu sehen. Passt mal auf, hier. Nebeneinander, links das Konstruktionsschiff, das ist unsere Mars-Bergbaustation. Sehr, sehr cool. Wisst ihr, was mir beim Thema, beim Stichwort Mars-Bergbaustation einfällt? Euch vielleicht auch? Arnold Schwarzenegger? Nein, im Ernst. Total Recall, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein Science-Fiction-Film, der ist auch schon 20, 30 Jahre alt. Den ich total klasse finde, nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, glaube ich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den mag ich richtig, richtig sehr. Und er spielt halt in einer Bergbaukolonie auf dem Mars, oder? Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ja, auf diesem roten Planeten. Und so stelle ich mir die Bergbaustation hier vor. Oder zumindest das Leben auf dem Mars, wobei die Bergbaustation doch in dem Film, die war halt auf der Oberfläche selber. Und wirklich ein toller Film. Das war unser kleines Abenteuer hier beim Bau der Bergbaustation. Ich habe gefailt nicht mit dem Konstruktionsschiff, aber mit dem Forschungsschiff. Gelobe aber Besserung und hoffe, euch bald wieder zu treffen hier bei der Fortsetzung. Eines will ich aber unbedingt, unbedingt noch loswerden, dass nämlich die nächste Folge schon sehr bald kommt. Eventuell schon in einer Stunde. Ich nehme jetzt mal gleich die nächste danach auf. Und oder spätestens in 2 Stunden, eins von beiden. Und das zweite, was ich noch loswerden möchte, ist ein Dankeschön. Ich muss ein ganz dickes Dankeschön loswerden an die Leute, die wirklich allen Ernstes sich heute Morgen den Wecker gestellt haben. Die heute Morgen am 5. Mai, wo diese Preview-Let's Play-Reihe gestartet ist, in aller Herrgottsfrühe um 5 Uhr morgens da waren. Und es müssen Dutzende, wenn nicht gar hunderte Leute sein, die den ganzen Tag über hier diese Let's Play-Reihe verfolgt und auch teilweise kommentiert haben und so viele freundliche Kommentare, so viel Sympathie und so viel Zuspruch, was darüber gekommen ist, das beflügelt mich enorm und das macht mir einen Heidenspaß, euch diese Reihe hier zu präsentieren. Und ich hoffe, wir machen das weiterhin so gut, dass wir uns gegenseitig hier ein bisschen pushen im Preview Let's Play mit Stellaris.